أذوب لفرط تقصيري وجهلي حين أعصيك، شعور في يحرقني فأسجد كي أناجيك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Viele Leute haben mich gefragt, ob die dürfen Halloween feiern. Wie es bekannt, das ist nicht unser Fest, aber wir haben zwei Feste, Eid al-Adha, Eid al-Fitr, was Allah uns das gegeben haben, das feiern wir. Halloween, ihr müsst das verstehen, was bedeutet Halloween, liebe Geschwister im Islam. Wenn ihr das versteht, warum, dann habt ihr dann Antwort, inshallah. Halloween, es kommt aus in England dort, diese Halloween gehört zu den Kelten, das gehört uns nicht. Und wenn ihr versteht, was bedeutet das Halloween, diese Leute feiern die glauben, dass die Tote werden in dieser Nacht aufgeweckt. Die werden rundherum Angst machen, die Menschen. Deswegen die Leute, die werden diese böse Geister oder die Toten, die werden die Seele holen von den Menschen. Deswegen die Menschen ziehen sich anders um denen zu verwirren, dass die nicht finden, wer der versteckt hinter dieser Maske oder so, da kennen seine Seele nicht ungefähr so. Deswegen, diese Leute, warum haben die diese Feste? Weil die verstehen das nicht, was bedeutet Tod. Alhamdulillah, wir sind Muslime, wir wissen ganz genau, um was geht Tod. Allah hat uns erklärt, der Prophet Muhammad hat uns erklärt, der Mensch, wenn er tot ist, seine Taten zu Ende. Er wird niemals zurückkommen. Da gibt es einen Barzach zwischen dieses Leben und jene Zeit, eine bestimmte Station, und dort werden die alle Seele warten und nicht hier kommen und Angst machen, und die werden die Seele holen. Wir wissen, dass der einzige mit Befehl von Allah, das ist der Engel, der Todesengel, der holt uns die Seele, hier der Mensch, das vom Befehl von Allah, und nicht solche, dass die Tote auferweckt und die machen Angst. Es ist nur Shirk wal a'yadu billah. Haltet euch entfernt von solcher Halloween, von solchen Feste. Sogar die Christen früher haben die Kirche früher hat gekämpft sogar gegen diese Feste. Und dadurch, wenn die Christen haben das bekämpft, die Kirche wollten das, diese Fest nicht, weil die Christen feiern in fast in gleicher Zeit die Heilige, alle Heilige auch, oder die mit ihrem Heiligen feiern die. Dadurch hat sich dann gemischt danach und dann. Aber die Kalten, diese Samhain oder wie heißt der, haben die geglaubt an die toten Menschen, die werden zurückkommen. Wenn die Christen das verbietet haben, wenn die Kirche hat dann Macht, dann haben die diese Kürbis zu Augen und so, um auszulachen angeblich die Christen, weil die Christen glauben an den Heiligen in diesem Tag, dass ihrem Heiliger sind, ja, heilige Leute. Und deswegen quasi die lachen dann aus. Also, dass die Christen auch, die feiern das. Was die gläubig sind, ihr lacht eure Religion selber, deswegen, aber das ist eure Sache. Jeder macht, was er will. Aber meine Botschaft an die Muslime, das ist kein Fest für die Muslime, haltet euch entfernt. Das ist Fest für Shaitan, wo dort werden die Kinder, subhanallah, wie Kostüme von Shaitan und von einem Haus zu einem anderen. Wieso? Betteln sowieso im Islam ist nicht okay, weil nämlich ja, hat nichts um Essen und so. Aber am besten ist der obere Hand ist besser wie der untere Hand. Brauchst nicht eure Kinder schicken und betteln von einem Haus zu einem anderen, weil viele sagen, ja, das ist eh cool für die Kinder, das ist nicht cool. Versteht, mit was verbunden dieses Ritual, mit was verbunden dieses Fest, dann wird es das ist alles von mir. Die anderen, was die machen, das ist ihre Sache. Aber das ist nur, dass ihr versteht, das ist nicht islamisch. Haltet euch fern von solchen Shaitan-Rituale. Es ist besser für euch und für eure auch Glauben und für eure Kinder. Erklärt eure Kinder das. Auch die Christen, ich weiß, ich habe mit vielen Christen gelernt, geredet, die wissen das und sind dagegen sowas. Aber ja, wenn die ganze machen die, dann können nichts dafür, dass sie das stoppen. Und wir auch, wir können das nicht stoppen, wir können nur die Muslime aufmerksam machen, sagt denen, passt auf. Barakallahu fikum wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adhubu li farti taqsiri wa jahli hina a'sika, shu'urun fiyya yuhriquni fa asjudu kay unajika.
مسيكين إذا يغفو يعود إليك يعود إليك يأتيك يعود إليك يأتيك.